Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wir chillen hier an der Achtober rum und ja, auf was wir hier so genau angeln, keine Ahnung. Okay, jetzt sind es mal Aralbarben. Also, der Spot ist so ein bisschen wie eine Wundertüte. Irgendwie beißt hier so einige verschiedene Fischarten. Ich hatte gesehen, hier sind Sterlets gefangen worden. So, da bin ich drauf aus. Zumindest mal auf die Trophäe. Oh, wunderbar. Haben wir direkt schon einen. 6,7 Kilo. Sehr schön. Ich habe auch gesehen, dass hier eine Ostbrasse in Blau gefangen wurde. Ja, also 7 Kilo und. Super Trophy Ostbrasse. Und ja. Jetzt gucken wir mal bei mir im Cache rein. Ich bin jetzt 20 Minuten hier. Dann habe ich gedacht, okay, der erste hier, weiße Armor, 15 Kilo mal eben. Dann habe ich gedacht, ich bin am Kupfersee. Drei Schuppenkarpfen. Ja, und dann kam mal eben so ein 12 Kilo Shark rein. Auch sehr schön. Rotauge, Marmorkarpfen, Aralbarben gerade und ein Sterlet. Das ist die Ausbeute von 20 Minuten. Ich bin gespannt, was hier noch so passieren wird auf jeden Fall. Sehr interessant. Ich mag ja so Spots, wo auch mal verschiedene Fischarten beißen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wo wir hier stehen. Das ist quasi genau auf der Grenze zwischen E und F7. Also man muss schon hier rumeiern. Ja. Dann kann man hier aber gemütlich anlegen und nach hier rüber. Und das war's. Ja, Clip sind 17 Meter. Dann landen wir genau da in dem Tiefen drin und gut ist. Und das Ganze ist ziemlich fischig. Ja, wir gucken mal. Krabben und Fisch Pellets 14. Ozeanischer Grill 15. Also das Pellet sinken in der Boily auf klassische Haarmontage. Krabben und Fisch als Dip. Und dann habe ich mir zusammengeschustert Maismehl. Dreimal die teuren Krabben Feed Pellets. Und dann habe ich gedacht, okay, ein bisschen Grill gehört auch noch rein. Malen wir mal den 12er Grill als Boily mit rein. Aroma, aber wieder Krabben und Muscheln. Überall ein 1er Haken. Jo. Und der Clip sind 17 Meter. Ja, 17 Meter, wie gesagt. Ja, bin sehr gespannt. Haben wir wieder Biss. Gucken wir mal. Gerade eben ist auf jeden Fall Sterlet als Trophäe gefangen worden. Ja, das wird für ein Sterlet schon zu schwer sein. Das wird wieder irgendwas Karpfenartiges, oder? Ja. Oder vielleicht irgendeine Stör. Oder ein Marmorkarpfen. Oder. Wer weiß es schon. Ja. Super. Dämischer Wildkarpfen. Habe ich gar nicht erkannt gerade. Okay. Sah erst aus wie ein Schuppi. Jetzt habe ich nur 30 PVA gemacht pro Route, weil ich mir so gedacht habe, okay, 8 Tuber, ja, in so Löchern ist ja schon mau, die Bissgeschwindigkeit meistens. Ne? Und jetzt haben wir aber schon 13 Fische in 23 Minuten, was ja für 8 Tuber Verhältnis recht schnell ist. Ich hoffe, ich komme damit hin, weil nochmal hier hineiern habe ich eigentlich wenig Bock drauf. Ja, wir werden das jetzt mal beobachten. Dann sehen wir uns auf jeden Fall später. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, könnte ich ja den Sterlet als Trophäe bekommen. Aber über so eine blaue Ostbrasse würde ich mich natürlich auch sehr freuen. In diesem Sinne, bis später. So, willkommen erstmal zurück. Wir sind jetzt eine Stunde hier an dem Spot. Wir gucken mal rein. 57 Minuten. Ja, kann sich ja sehen lassen. Ist ja schon völlig in Ordnung, sage ich mal. Auch wenn manche Gewichte nicht so hoch sind. Aber wir haben 4 Aralbarben, ein paar Marmor, den Shark, hier leider viele Schuppen, noch ein kleiner Sterlet und 3 Wildkarpfen. Also ist in Ordnung. Jetzt haben wir Mittagszeit und da geht nicht viel. Und ich werde noch diese Nacht bleiben und ich denke mal, dann sehen wir uns mal beim Verkaufen. Ich hoffe, es kommt noch irgendwas Gutes bei rum. Da überlegt man ja schon fast auf 2 Nuller hochzugehen. Könnte ich ja mal versuchen für die Nacht. Obwohl ich ja eigentlich ein Sterlet will. Wobei der Kack da wahrscheinlich auch drauf. Ob da jetzt ein 1 oder 2 oder drauf ist. Aber vielleicht werden ja dadurch auch die Marmorkarpfen oder so größer.
Fehlt mir auch als Trophäe, also kann man ja alles brauchen. Wildkapfen genauso, traurig aber wahr. So ist es nun mal, also quasi bis später. So, willkommen zurück. Die Nacht habe ich noch geangelt, aber hat nach einer Stunde merklich nachgelassen. Insgesamt waren wir jetzt 1 Stunde und 40 Minuten. Ich habe aber die Nacht mal auf 2 Nullerhaken erhöht. Da kamen wenigstens ein paar kräftigere Barben mal rein. Hier 6,2 Kilo, 3,8 zumindest mal. 19 Kilo Kevin-Schuppenkarpfen. Jetzt muss ich mal gucken, hier war ja irgendwo. Jetzt gucken wir einfach mal. Wo war denn dieser Cut gewesen? Ja, hier. Hier hatten wir. Ne, und dann war ja hier die Mittagszeit. Jetzt gucken wir mal. 35 Minuten. Warum gehe ich nicht im Fischmarkt rein, weil ich ein doof bin? Also von hier bis. Wo sind wir denn hier? Bis hier. Jetzt haben wir quasi in 35 Minuten 229 Silber. Und in der Stunde oder knapp unter einer Stunde hat man. Ja, in einer Stunde hat man 533 Silber. Kann sich schon auf jeden Fall sehen lassen. Haben jetzt trotzdem staatliche 763 Silber. In gut anderthalb Stunden oder ein Dreiviertelstunde von mir aus drauf gekackt. Ja, ist okay. Schöner Spot auf jeden Fall. Leider nicht die Sterletten-Trophäe geworden. Was soll's. Ich werde auf jeden Fall morgen zur Happy Hour nochmal da erscheinen. Und dann mal gucken. Ja, in diesem Sinne könnt ihr den Spot ja auch mal probieren. Und mal gucken, was ihr da so rausholt. Ja, eben schrieb einer diese ganzen Scheiß-Welse. Ja, also der. Der hat wohl irgendwie, ich habe gar keinen einzigen Wels gefangen, vielleicht hat er auch andere Köder dran gehabt, keine Ahnung. Standen auf jeden Fall einige auch in der Kurve da. In diesem Sinne, Petri Dank. Schönes Wochenende noch, bis dahin und tschüss.